Ja, im Prinzip könnte man den Stamm hier sogar unterbrechen, dass man hier halt ein bisschen Freiraum hat, aber es wäre ein bisschen sehr seltsam. Hier vorne könnte man ein bisschen was rausnehmen, dass man hier eine Werkbank hinstellen kann oder eine Kiste. Was auch immer man hier oben sollte, aber achso, ich wollte nach oben. Ich bräuchte einen Ausgang hier irgendwo, das wäre total cool. So, Ausgang. Eigentlich wollte ich dann auf die nächste Ebene runterfallen, ne? Aber ich glaube, das ist gerade das Ende von unserem... Oder das Ende von dem natürlichen Stammgebiet, Baum, Dings. Und der Anfang vom künstlichen, oder? Ah, ich traue mich nicht. Okay, ich traue mich doch. Wie machen wir das? So. Aha! Total toll und cool. Mega. You know. So, jetzt kann man das hier... Gut, ich komme jetzt da nicht wirklich dran an das Gebiet, aber ich kann es ein bisschen verbreitern hier. Das ist schon mal gut. An das, was da drunter ist, komme ich nicht wirklich dran. Hallo, ich will da rüber. Heieiei. Das kribbelt dann schon ein bisschen, ne, wenn man in diesen Höhen ist. Wobei wir ja nicht viel Schaden nehmen werden. Das haben wir schon getestet. Trotzdem halte ich mich sehr gerne hier fest. Mit ein bisschen Schwung. Auf der Shift-Taste. Shift-Taste! Sei auch du mein Freund. Lass mich dich anschiffen. Wobei, das klingt komplett falsch. Nachher ist die Taste gelb. Das will ich auch nicht. Huh. Wird das zu breit? Ich weiß es nicht. Die Musik passt zu einem Künstler, der beim Werk ist. Jetzt müsste hier noch Rauch von einer Zigarre durch den Raum schwirren. Aber ich rauche nicht. Warum auch? Ist eh Unsinn. So, ja, so ein bisschen breiter ist es jetzt. Das ist schon mal gut. Wahrscheinlich ist es zu breit. Wahrscheinlich sieht es seltsam aus. Aber gut, damit kann ich nicht leben. Gut, jetzt bin ich auf der Ebene. Jetzt, das Problem ist jetzt wirklich die nächste Ebene. Und ich komme jetzt auch nicht... Ich komme auch nicht mehr hier rein. Ha, wobei. Von hier? Denn in der Mitte könnte noch breiter, ne? Da oben ist es... Ich habe jetzt wirklich keine Erde mehr dabei, verdammt. Von hier aus komme ich da ja auch nicht vorbei. Ich muss mal eben den Baum so ein bisschen komisch erweitern. Ein wenig ungeeignet. So, das würde mal sagen, hier ist das nächste. Das könnte sogar hinkommen. Hua! Hua, oh, aua. Nichts passiert. Ich bin nur gestorben, also fast. Au! Ja, ich bin gut, ich kann das. Dann halt so. Dann machen wir das so. Hier kann ich jetzt im Prinzip so einen weiteren Kringel einfach mal drum ziehen. Und ja, ich weiß wohl, dass die Fichten in erster Linie dann untenrum wenig am Stamm haben, wenn die umringt von anderen hohen Bäumen stehen, weil da einfach die Konkurrenz so groß ist und das wächst natürlich nur, wenn da Licht auch dran kommt. Pflanzen ohne Licht gehen selten gut. Deswegen wachsen die immer höher, damit die immer weiter ins Licht kommen und unten die Blätter, die bringen halt nichts, weil kein Licht, weil andere Baumkronen und dann kaputt. Das weiß ich auch. Na, also ich bin jetzt nicht so der total Botanik-Noob. Ich war schon mal draußen. Na, könnt ihr euch wohl vorstellen. Allerdings sieht man halt selten irgendwelche riesig großen Fichten, die freistehend sind und dadurch unten auch ganz viel Zeugs haben. Und ich kenne auch Fichten, die halt tatsächlich untenrum wenig am Baum haben, sag ich mal. Die aber trotzdem freistehen. Das heißt, es gibt, glaube ich, verschiedenste Sachen. Verschiedene Einflüsse. Bei riesigen, 20 Meter hohen Fichten reichen die Äste trotzdem nicht auf dem Boden, sag ich mal. Weil einfach der Stamm auch mal so ein bisschen länger wird dazwischen. So, das sieht jetzt sehr tellerförmig aus, ne? Das wollte ich eigentlich verhindern. Wahrscheinlich sieht er auch sehr unsymmetrisch aus.
Aber gut, ich versuche das jetzt ein bisschen hier zuzuzimmern. Ja, wahrscheinlich falle ich gleich schwunghaft hier runter. Ich muss das theoretisch ja sogar gar nicht füllen hier. Man könnte das Baumhaus-Gedings auf mehreren Ebenen machen, theoretisch. Weil hier unten hat man ja ein bisschen mehr Platz. Theoretisch. Aber theoretisch ist sowieso immer so eine Sache. Weil, warum immer Rehe? Ne? Machen wir es so, ein bisschen was anderes mal. Schwupps. Vielleicht habe ich schon wieder nichts von dem Zeug. Es wird echt schnell weniger. Machen wir es hier mal ein bisschen extra zu. Letzter Stack schon wieder. Es geht echt schnell. Der Verbrauch hier, also wie gesagt, ich verschätze mich jedes Mal immer gerne wieder mit den Volumenmaßen hier. Also ne, von wegen einschätzen, wie viel Volumen eigentlich da was drin ist. Wie viele Blöcke man braucht, um da irgendwas zu füllen. Das ist immer das Gleiche. Irgendwelche Längenmaße abschätzen geht manchmal, aber Volumen ist immer ganz schlimm, finde ich. So, es hat einen Schwerpunkt ziemlich nach hier hin. Aber gut. Es sieht nicht so schlimm aus. Es regnet nur ein bisschen stark. Es sieht ja wahrscheinlich breiter aus. Die unteren beiden Reihen sind ein bisschen breiter geworden hier. Huh. Ich lege mich erstmal hin, damit das Wetter auch ein bisschen besser wird. Weil es immer noch cool ist, wenn man hier nach oben schaut, der Regen fällt fleißig vor mich hin. Wobei ich das gerade mal nicht so ganz gut sehe, weil der Bildschirm hier gerade mal ein bisschen staubig ist. Da sehe ich den Regen kaum. Da sind schon genug andere hellere Flecken auf dem Bildschirm. Na gut. So, einmal hinlegen. Wobei, da waren wir auch schon öfter mal. Wo waren wir am wenigsten? Ich glaube, hier waren wir noch nicht so oft. Ist eigentlich vollkommen egal, als ob die irgendwie platt gelegen wären. Aber man will ja alle Betten für eventuelle Gäste schon mal vorgewärmt haben. Mama jetzt ist es ja nicht. Mama ist es nicht. Das sieht seltsam aus. Hurra! Vielleicht muss ich da oben doch echt ein bisschen befreien auch. Ja, da müsste ich. Also ich meine, von der Höhe her, wie voll das bewachsen ist. Eine Schicht könnte, glaube ich, noch mehr. Ansonsten. Da oben muss echt ein bisschen ausgedünnt werden und unten noch ein bisschen mehr dran gepappt werden. Das sieht seltsam aus. Das ist mit Fliegen echt einfacher. So ein bisschen runter musst du noch. Ansonsten den ganzen Teil von hier oben bis nach unten haben wir alles selbst angelegt. Man sieht es auch vielleicht ein bisschen, dass es so ist. Aber das war eigentlich der eigentliche Teil. Das haben wir alles selbst gemacht. Vielleicht hätte ich gar nicht beim Erweitern des Baumes da immer das ganze Grünzeug wegmachen sollen. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz sinnvoll gewesen. Aber es ist jetzt zu spät. Vielleicht können wir daneben noch eine kleine Fichte pflanzen und dann Schild dran schreiben von ich will auch mal so groß werden. Von wegen, wenn ich mal groß bin, möchte ich groß sein. Ja, so ein bisschen kann ich das hier unten noch ausfransen lassen. Ich habe sogar noch Blätter dabei. Es ist eigentlich erstaunlich. Warum eigentlich? Was habe ich mir dabei gedacht, die übrig zu behalten? Ja. Machen wir es so. Das muss ja alles nicht so komplett nach draußen stehen hier. Einfach hier nochmal so ein kleines Ding ran. Ja, ich komme da nicht hin, verdammt. Hier auch nochmal, dass man das nicht komplett sofort abgeschnitten hat. Sowas in der Art hier. Ich glaube, das wäre ganz gut. Wow, diese Skills. Dass es hier unten nicht ewig so nach außen geht, sondern einfach so ein bisschen. Na, gefallen. Dass man sowas hier macht. Oder das hier so ein bisschen runterhängen lässt. Dass das Ding nicht so ewig gerade und gleichmäßig perfekt ist. Weil es ist so perfekt, wie ich das hier hingezimmert habe. Das kannst du niemandem erzählen. Willst du wahrscheinlich auch nicht. Na, wo ging der denn hin? Hä? Aha, das wollte ich gar nicht. Ich würde gerne. Ich kann echt nicht zur Seite schauen hier, ne? Verdammt, wobei. Wobei. Ja, ich denke mal, das geht so, dass wir das so machen in der Art.
Hi. Kavirms. Lieber diese Kerle. Ja, in der Mitte, wie gesagt, muss noch ein bisschen mehr. Da oben muss ein bisschen weniger. Es ist jetzt quasi wirklich Botanik-Friseur, was wir hier spielen. Dass wir die Landschaft ein bisschen beschnibbeln, bestutzen. Ein wenig Haar aufhöhnen, damit es ein bisschen fülliger aussieht. So wie das halt ist. Ja, und kleiner Weg. Ich meine, wir haben noch ein bisschen hier Krempel dabei. Können wir vielleicht auch machen, dass das hier so ein bisschen ausgetreten aussieht. Dass man hier so Miniatur-Trampelpfad hat. Ich meine, das ist kein offizieller Weg hier. Man könnte hier vielleicht, dass man das so offen lässt. Hier so, ne, dass das hier aufgebrochen ist. Dass man sagen kann, hier, komm, da war mal was. Allerdings, es wurde kaputt getreten. Dann kann man hier durchlaufen. Dann kann man den Baum hier noch so ein bisschen beseitigen. Das ein bisschen runterführen hier. Dass hier sogar so eine Stufe mit drin ist. Oh nein, ich habe jetzt nichts mehr. Ist egal. Dass wir das hier haben. Dass man da so wirklich so einen kleinen Trampelpfad hat. Dass das wirklich nur darum geht, dass man hier einen Weg markiert hat. Und nicht wirklich, dass man da was zum drauf herumlatschen hat. Das Zeug ist dadurch entstanden, dass er halt drauf herumgelaufen wurde. Nicht dadurch, dass da mal jemand Schotter hingekippt hat, damit da ein Weg entstehen soll. Vielleicht könnte man dafür auch die unbewachsbare Erde nehmen. Das wäre auch mal ganz nett. So, schön, also fast schön. Achso, Licht, ja, wobei wir haben da ein Licht. Aber noch ein zweites. Fichtenholz. Das sieht immer noch so gerade aus hier vorne. So ist viel besser. Wobei, es geht tatsächlich. Ja, ist besser. Das ist blöd. Ja, mir gefällt das. Man kann hier noch. Man könnte hier noch so ein paar Blumen hinsetzen. Das wäre eigentlich echt ganz praktisch, ne? Im Prinzip könnte man... Moment, wir haben noch Pilze. Wir können hier einen riesigen Pilzkreis um den Baum packen. Das wäre auch mal super. Das mache ich jetzt. Pilze, hurra! Gut, dass da kein Weg ist, ist ein bisschen unrealistisch, aber meine Güte. Ist ja nicht so, dass die Leute von hier bis darüber schweben würden und danach erst wieder den Boden rühren. Aber vielleicht ist das ja einfach wieder spinstigeres Gras. Vielleicht passt das ja auch. So, also Truhe. Schwuppen wir mal eben schnell zum Haus hier. Wobei, ich muss eigentlich nach draußen, ne? Ist eigentlich total dämlich, jetzt hier lang zu fahren. Weil die Pilze sind ja da draußen. Aber ist egal, wir kriegen das hin. Bin ich mir recht sicher. Wir fahren ja viel zu weit. Hier, zack, zack, zack. Wobei, das ist falsch. Das hier. Die Blümchen kommen hier gar nicht rein. Das ist schön. Das kommt ja auch. Wobei, das war das schon. Aha. Was ich hier alles drin habe. Wobei, ich muss das Minecart wieder reinschmeißen. Durch die Musik fühle ich mich gerade, als wäre ich in irgendeinem Agentenfilm. Dass ich hier gerade voll den Auftrag habe. Haben wir hier Pilze? Pilz, Pilz, sehr gut. Ich meine, was zu essen machen, brauchen wir uns daraus nun wirklich nicht. Wir haben da genug von. Sonnenblumen können wir auch noch mal ein paar irgendwo hinzimmern. Das kann hier rein. Genau, irgendwas zu essen. Wir haben genug Kartoffeln, wir haben genug Möhren, wir haben genug Weizen, wir haben alles eigentlich. Und wir könnten uns schnell was machen, weil wir haben ja eine Maschine dafür. Die ich gerade mal nicht zeigen konnte, weil da war ein Erdblock vor. Oh nein, das... Schwere Schicksal des Erdblocks. Stellt sie uns einfach in den Weg. Wie gesagt, hier an der Seite kann auch noch ein Weg lang. Theoretisch können überall irgendwelche Wege lang, irgendwelche Sachen lang. Man kann so viel machen. Wenn man es denn wollte. Und wenn man dazu Lust hat. Was irgendwie, wenn man es wollte, mit einschließt. So, einfach hier mal so Pilze drum. Verdammt, ich kann die gar nicht einpflanzen. No! Das geht auch nicht, verdammt. Oh, das ist auch gut. Wachsen auf Holz? Wahrscheinlich wachsen die überall drauf. Nur nicht. Ach, die müssen in Holznähe passieren, oder was? Ist trotzdem cool so.
trotzdem cool. Können wir das irgendwie austricksen? Hä? Das hat schon was, ne? Können wir da... Das kann man als Wurzel nehmen. Hier ist auch so super. Aber es geht trotzdem nicht. Verdammt. Verdammt. Geht es nur, wenn das... Wann geht denn das bitte? Oder was für... Wenn hier geht das auch nicht, was für Bedingungen müssen dann erfüllt sein, damit das funktioniert? Ich habe da nie was mit Pilzen gemacht. Ah, das sieht übertrieben aus. So, tipptopp. Weil es sieht ein bisschen komisch aus, ne? Wenn es da im Boden drin ist. Weiß ich nicht. Oder ist das Lichtlevel hier für die Pilze verantwortlich? Ich glaube, das ist eher die Sache. Wenn man das hier drunter macht, hier wo es dunkel ist. Yep, das geht besser. Wie kann ich das Lichtlevel hier runterkriegen? Wahrscheinlich, indem es hier unten noch breiter wird, oder? Aber so viel breiter darf das gar nicht mehr werden. Das sieht ja dann komisch aus. Ja, das sieht so auch gut aus. Das wäre jetzt kein Pilzkreis geworden, aber meine Güte. Wir können nicht alle irgendwelche Kreise ziehen. Tja, Pilze. Ich finde das ganz nett. Ich finde das ein schöner Ort. Der kleine Weg der anderen Seite ist zwar auch ein bisschen überflüssig, weil wenn man hier wirklich einen Weg dran vorbeilegen würde, käme man da, glaube ich, automatisch lang. Oder wir machen das, dass wir hier nicht direkt hier vorne dran vorbeigehen oder zumindest bis hier gehen und dann aber ein bisschen schräger hier raus. Dass wir, wenn wir hier entlang gehen, ach, ein Schwein, hallo, vielleicht erstmal in diese Richtung gehen hier und dadurch nicht direkt am Baum vorbeigehen. Hier ist ja sogar auch noch ein Licht, ne? Genau, hier waren ja unsere Markierungen, dass wir wieder zum Haus finden, theoretisch. Was ja das letzte Mal super funktioniert hat, zu dem Waldhaus da hinten ganz. Ja, ja, hier ist auch schön eigentlich, ne? Dass hier ein bisschen offener, ein bisschen freier ist. Ja, wir müssen nochmal mehr Erkundungstouren machen, glaube ich. Nochmal so eine richtig, richtig weit entfernte Tour, wo wir noch gar nicht waren. Wer weiß, was da noch alles zu finden ist? Ich weiß es nicht. Ich meine, neues Update ist ja erstmal nicht geplant. Zumindest wüsste ich da nichts von. Oder dass da neue Biome kommen. Weiß ich nicht. Wie dem auch sei. Das war's für den Moment hier von Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adios.